Hi, André hier für tabletblog.de. Wir sind gerade am Stand von Sony und wollen heute das neue Sony Xperia Tablet Z mit dem Google Nexus 10 vergleichen. Und ja, es sind beides 10 Zoll Tablet, wie ihr sehen könnt. Hier haben wir eine Auflösung, die etwas höher als beim Retina Display des iPad ist. Kennen wir. Hier im Vergleich nur eine Full HD Auflösung, also 1920x1200 Pixel. Allerdings sieht man keinen so großen Unterschied. Die Auflösung ist bei beiden ja recht hoch. Auch wenn sie beim Nexus 7 ein bisschen höher ist, sieht man eigentlich real keinen Unterschied, wenn man auf Icons oder Text oder sowas guckt. Die Farben sehen auf dem Xperia Tablet Z ein bisschen echter aus, ein bisschen schöner als beim Nexus 10. Da sind sie so leicht ausgewaschen, das sieht man hier auch. Die Blickwinkel scheinen allerdings hier ein klein bisschen besser zu sein als beim Xperia Tablet Z. Und ja, kommen wir zur Hardware. Wir haben hier im Google Nexus 10 natürlich einen Dual-Core Cortex A15 Prozessor, während wir hier im Sony Xperia Tablet Z ein 1,5 GHz Quad-Core Snapdragon S4 Pro haben. 2 GB Arbeitsspeicher und in den günstigsten Versionen beider Modelle 16 GB Flash-Speicher. Gut. Was die Software anbelangt, haben wir hier bei beiden natürlich Jelly Bean drauf, wobei Sony eine eigene Oberfläche darauf gepackt hat, die stark angepasst ist. Wir haben hier zum Beispiel diese drei typischen Android-Buttons unten. Hier oben hat sich einiges getan. Das haben wir beim Nexus 10 natürlich nicht und das ist eigentlich der Vorteil beim Nexus 10, denn hier werden viel schneller Updates für erscheinen. Sony braucht in der Regel sowieso immer ziemlich lange und wenn bis für das Xperia Tablet Z mal ein Update erscheint, wird es dann schon eine Weile dauern. Schauen wir uns mal die Hardware genauer an, und zwar wie dick die beiden Tablets sind. Und da seht ihr ganz klar, dass das Sony Xperia Tablet Z deutlich dünner ist, 6,9 mm nur. Und es ist auch sehr viel leichter. Wenn man die gerade so nebeneinander hält, dann merkt man, wie viel leichter das Sony Xperia Tablet Z ist, auch wenn es nur so um die 100 Gramm sind. Was die sonstigen Features angeht, hat das Sony Xperia Tablet Z einen Micro-SD-Karten-Slot, hier oben einen Infrarotsensor und auch wenn das jetzt nicht mein Nexus 10 ist, mache ich den nächsten Test leider nicht, aber man kann das Sony Xperia Tablet Z auch ins Wasser tun. Das ist natürlich ein interessantes Feature, falls man schwimmen geht und auch unter Wasser ein bisschen arbeiten möchte. Gut, das war ein kurzer Vergleich vom Sony Xperia Tablet Z mit dem Google Nexus 10. Ich bin Andrzej für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.